Hallo, ich bin Johanna. Das ist ein Video aus meinem Videozyklus Normale, Parallele und Normalabstand. Einige von euch kennen mich bestimmt schon aus einem der anderen Videos aus diesem Lernzyklus. In diesem Video zeige ich dir, wie man normale und parallele Geraden konstruiert und wie man den Normalabstand einzeichnet und misst. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie parallele und normale Geraden aussehen und ihre Eigenschaften kennen. Zu Beginn pausiere bitte das Video und richte dir das benötigte Material her. Du brauchst ein weißes Blatt Papier, einen spitzen Bleistift oder einen Druckbleistift und ein Geodreieck. Zusätzlich brauchst du entweder ein zweites Geodreieck oder ein Lineal. Nun können wir auch schon mit der Konstruktion starten. Sieh mir zuerst einfach nur zu. Danach bist du dran, um es selbst zu probieren. Ich habe eine Gerade gegeben oder schon selbst gezeichnet und will nun eine normale Gerade zu dieser konstruieren. Dazu lege ich mein Geodreieck im rechten Winkel an. Im rechten Winkel anlegen heißt, dass ich die Mittellinie des Geodreiecks genau auf die vorhandene Gerade lege. Nun mache ich entlang der Zeichenkante einen Strich. Und tada, schon habe ich eine normale Gerade zur Ursprungsgerade konstruiert. Der Winkel zwischen diesen beiden Geraden ist ein rechter Winkel. Ich kennzeichne ihn also gleich als solchen. Jetzt bist du dran. Nimm dir dein vorbereitetes weißes Blatt Papier und zeichne mit deinem Geodreieck eine beliebige Gerade. Konstruiere dann eine normale Gerade zu dieser, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. Pausiere dazu das Video. Super, du hast zwei zueinander normale Geraden konstruiert. Überprüfe nun, ob die beiden Geraden auch wirklich normal aufeinander stehen. Dazu legst du das Geodreieck so, wie es im Bild zu sehen ist, an. Falls es nicht klappt, sieh dir dazu am besten das Basic 1 Video von mir an. Du wirst sehen, dass die beiden Geraden, die du konstruiert hast, tatsächlich normal aufeinander stehen. Du hast sie also korrekt konstruiert. Gut gemacht! Kennzeichne in deiner Zeichnung auf jeden Fall den rechten Winkel mit dem Bogen und Punkt. Falls du bei der Kontrolle bemerkst, dass die beiden Geraden nicht normal sind, hast du vielleicht bei der Konstruktion vergessen, auf etwas zu achten oder ungenau gearbeitet. Es kann sehr leicht passieren, dass man beim Anlegen verrutscht. Sieh dir am besten nochmal an, wie ich die normalen Geraden konstruiere und achte genau auf alle Details. Beim zweiten Versuch klappt es bestimmt. Weiter geht's mit der Konstruktion von zwei parallelen Geraden. Ich zeige dir wieder zuerst, wie es funktioniert, bevor du die Konstruktion selbst durchführst. Die Ausgangssituation ist dieselbe wie vorhin. Ich habe entweder bereits eine Gerade gegeben oder habe diese schon selbst gezeichnet. Um nun eine parallele Gerade zu dieser zu konstruieren, muss ich parallel verschieben. Dazu verwende ich ein Geodreieck zum Zeichnen und ein Lineal zum Verschieben. Statt dem Lineal kannst du genauso gut auch ein zweites Geodreieck verwenden. Zuerst lege ich die Zeichenkante des Geodreiecks genau an der gegebenen Gerade an. Als nächstes lege ich das Lineal an einer der weiteren Kanten des Geodreiecks an. Achtung, das Lineal muss ganz genau angelegt werden, ohne das Geodreieck zu verschieben. Erst wenn beides liegt, wird verschoben. Dazu halte ich das Lineal ganz fest,
und schiebe das Geodreieck vorsichtig entlang des Lineals. Es ist ganz wichtig, dass das Lineal völlig fixiert an Ort und Stelle bleibt und nur das Geodreieck vorsichtig verschoben wird. Wenn der Abstand zur ursprünglichen Gerade ausreicht, halte ich nun auch das Geodreieck ganz starr fest und entferne vorsichtig das Lineal. Nun mache ich an der Zeichenkante des Geodreiecks einen Strich und habe eine Gerade konstruiert, die parallel zur ursprünglichen Gerade ist. Ich kennzeichne die beiden Geraden gleich mit dem mathematischen Symbol für parallele Geraden. Probiere nun die Konstruktion selbst aus. Zeichne dir wieder eine beliebige Gerade auf dein Blatt Papier und konstruiere dann, so wie ich es gerade gezeigt habe, eine parallele Gerade zu dieser. Pausiere während der Konstruktion das Video. Bravo! Du hast die Konstruktion abgeschlossen. Prüfe nun, ob die beiden Geraden auf deinem Blatt tatsächlich parallel sind. Miss dazu den Normalabstand an zwei verschiedenen Stellen. Falls du dabei Hilfe brauchst, sieh dir das Basic 1 an. Drücke während dem Überprüfen auf Pause. Die beiden Geraden sind wirklich parallel zueinander? Gratuliere, du hast tatsächlich zwei parallele Geraden konstruiert. Vergiss nicht, sie mit den kleinen Strichen als solche zu kennzeichnen. Falls die Geraden nicht parallel sind, sieh dir in Ruhe noch einmal die Konstruktion an und probiere es gleich noch einmal. Du kriegst das bestimmt hin. Nun möchte ich dir noch zeigen, wie man den Normalabstand einzeichnet und ihn genau misst. Ich habe bereits im Basic 1 erklärt, wie das Geodreieck angelegt wird, um den Normalabstand zu messen. Dazu lege ich die Mittellinie des Geodreiecks auf eine der Geraden. Genau wie bei der Konstruktion der normalen Geraden. Um den Normalabstand einzuzeichnen, verbinde ich nun einfach die beiden Geraden entlang der Zeichenkante des Geodreiecks. Die Länge dieser Linie kann man ganz einfach am Geodreieck ablesen. Man bezeichnet sie als Normalabstand. Wie so oft gilt auch bei mathematischen Konstruktionen: Übung macht den Meister. Ich gebe dir also eine kleine Hausübung mit. Nimm dir ein neues Blatt Papier und zeichne zwei beliebige Geraden auf. Zur einen konstruierst du eine normale Gerade und zur anderen konstruierst du eine parallele Gerade. Zeichne bei den beiden parallelen Geraden auch den Normalabstand ein und miss ihn. Nimm deine Konstruktion morgen in die Schule mit und bitte deinen Lehrer oder deine Lehrerin, die Konstruktion zu überprüfen. Es ist dir bestimmt gut gelungen. Hier zeige ich dir, wie die Lösung aussehen kann. Viel Erfolg beim Konstruieren und bis bald!